Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Farm Manager 2021. Ja, das hier, das ist Geschichte, denn wir müssen uns jetzt nicht mehr hier drum kümmern, wie wir das alles aufbauen, was wir vielleicht wegreißen und was nicht, denn wir können jetzt auch da hinten bauen. Letzte Folge haben wir schon ein bisschen begonnen mit dem Bauernhof, mit dem alten Bauernhof. Wir erinnern uns an die letzten Folgen, das war ja hier alles im Arsch da hinten. Haben wir schon ein bisschen versucht, hier wieder, naja, ein bisschen Leben reinzubringen. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde aber ganz gerne, bevor wir uns wieder der Kampagne widmen, erstmal hier ein bisschen aufräumen. Da ist alles irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie so mittendrin. Da ist eine Straße hier, da ist eine Straße hier. Ich würde das ganz gerne ein bisschen zumindest ordentlicher hier gestalten. Genauso wie hier beispielsweise. Da haben wir es ja auch halbwegs ordentlich gestaltet. Und wir werden das dann hoffentlich, mal gucken, wie lange die Kampagne noch geht, irgendwie mal verbinden können. Dass wir sagen können, okay, wir machen hier und hier dann irgendwann mal so eine Verbindungsstraße dazwischen. Mal gucken. Wir müssen große Felder anlegen. Ein Hektar muss das Feld groß sein und das ist schon riesig. Wenn wir uns das mal kurz anschauen. Ein Hektar. Das ist das hier. Und das ist echt groß. Das ist echt groß. Ich glaube, da werden wir sogar noch ein bisschen mit der Straße spielen und die Straße vielleicht erst hier unten nach hinten führen. Ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Vielleicht machen wir das gleich mal. Wir löschen das nochmal weg. Dann haben wir blöderweise... Ja gut, wir können das ja dann auch weglöschen. Den Strommasten da jetzt mitten durchlaufen. So. Nehmen wir ruhig mal die zweispurige, oder? Okay, funktioniert anders eh nicht. Ich wollte gerade versuchen, ob wir vielleicht hier eine Straße reinmachen, aber dann haben wir wieder überall diese Dinger drin, genauso wie hier, und das möchte ich nicht. Wir fahren mal direkt an der Map-Grenze lang. So, wir fahren mal direkt hier an der Map-Grenze lang. Und bis hier nach oben. Dann haben wir nämlich hier wirklich komplett Platz für unsere Felder. Ich weiß nicht, ob wir dann im freien Spielmodus oder bei den Szenarien, die wir ja auch spielen werden, ob wir dann wirklich so riesige Felder anbauen werden mit einem Hektar. Natürlich, wir haben immer noch ein Limit von den Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, warte mal, ich habe schon wieder vergessen, was ist das Limit überhaupt von den Mitarbeitern? Ich glaube 500 oder was war denn das? 500, genau. 500 Mitarbeiter ist das Limit. Wir haben jetzt 100 angestellt. Wir haben natürlich auch ziemlich kleine Felder. Wenn wir größere Felder haben oder größere Gehege haben, das ist ja diese Einjahresfortbildung, die wir da brauchen, um größere Gehege, größere Ställe hinstellen zu können, da brauchen wir halt auch nur eine Person, die halt dann für viel, viel mehr Tiere verantwortlich ist. Also das geht sich schon gut aus mit den 500. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Boah, dann muss ich gleich mal husten vor lauter Schock. 500, 400 haben wir noch. Das geht sich schon ganz gut aus mit den 500, ganz bestimmt. Wir müssen halt nur wirklich gucken, dass wir dann auch die Forschung, beziehungsweise eben speziell die Forschungen, die uns es erlauben, größere Gehege hinzustellen oder größere Felder zu... Ja, gut, für eine Feldergröße gibt es eigentlich gar keine Forschung, oder? Ich glaube, das wird unbegrenzt sein. Also auf einen Hektar wahrscheinlich Maximum, weil viel größer geht ja kaum. Aber zumindest die hier, diese Einjahresfortbildung, die werden wir dann definitiv im freien Spielmodus brauchen. Das ganz, ganz, ganz bestimmt. So, dann reißen wir das auch nochmal ganz fix weg. Und dann haben wir da wirklich viel Platz. Huch, achso, ja. Kein Strom da hinten, eh klar. Dann haben wir doch wirklich viel Platz für den ganzen Spökes. Also Felder. So, sollte eigentlich funktionieren. Sehr gut. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, wie eine Autobahn hier hinten irgendwie. Da werden wir das auf jeden Fall im freien Spiel, muss es dann noch so machen, dass wir zumindest mal zwischendrin oder vielleicht immer einen Grenzen. Also sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Kachel. Das ist jetzt unsere Kachel, die haben wir jetzt bebaut. Und wir bauen direkt mal an der Grenze, bauen wir so eine große zweispurige Straße hin. Ich glaube, das werden wir dann im freien Spielmodus so machen. Weil wir könnten ja sogar noch was dazu kaufen, wenn wir mal hier kurz draufklicken. Und sagen würden, okay, wir haben jetzt diese Kachel hier. Wir kaufen uns die für 116.000 und bauen immer an den Enden eine zweispurige Straße lang. Genauso wie hier und hier und hier und hier. Dann sieht das natürlich auch sehr kachelmäßig aus, schlussendlich dann. Aber der große Vorteil ist, den wir haben, wir können dort auch wirklich viel fahren lassen. Wir können dort viel fahren lassen, viele Autos fahren lassen, viele von den Transportern fahren lassen. Und ich glaube, das ist schon notwendig. Das war wirklich sagen, wir machen dann bei jeder Kachel, die wir kaufen, hier rum
eine zweispurige Straße. Mittendrin müssen sie unbedingt sein, aber zumindest außerhalb. So werden wir das dann machen im freien Spielmodus. Nur mal als kleine Ankündigung. So, und jetzt kümmern wir uns mal um das hier. Wir haben da noch ein bisschen Zaun, den brauchen wir auch nicht mehr. Wen haben wir denn hier beispielsweise? Wir haben hier den kleinen Stall. Wir haben hier den Molkereibetrieb. Verkaufen da gerade Käse aus Kuhmilch. Was haben wir denn hier? Auch Käse aus Kuhmilch. Was würden mehr bringen? Wir konzentrieren uns natürlich auf die Kuhmilch, ganz klar. Der würde 42.000 bringen, 58.000, 45.000. Dann werden wir hier, denke ich mal, obwohl wir uns natürlich nicht wirklich jetzt auf die Geldproduktion hier einstellen müssen, denn da oben haben wir genug Geld in der Kasse, 13,2 Millionen, das passt auf jeden Fall, ob wir jetzt den oder den Käse herstellen, ist ja eigentlich wurscht, aber komm, sei es drum, wir stellen gelber Käse aus Kuhmilch her und haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Ställe. Mal gucken, ob der dann auch wirklich daheim befördert wird, ob der dann die Milch von da drüben auch nehmen oder nur von hier, ich denke mal nur von hier, oder? Da ist Milch drin. 10.400. Okay, die werden die Milch auch von da hinten benutzen. Wenn da schon 10.400 drin ist, dann werden die Milch definitiv auch von hier benutzen. Dann werden wir das Lager mal ein bisschen woanders hinstellen. Wir haben hier auch noch eine Scheune. Die werden wir mal beide wegreißen. Und machen das hier hin. Huch! Räucherei. Guck mal einer an. Gebäude für das Räuchern von verschiedenen Nahrungsmitteln. Alter, was wir da alles machen können. Cool! Produktion von Samen und Setzlingen, das können wir selbst produzieren. Alter, geil. Hohohoho. Da kommt noch einiges auf uns zu, Freunde. So, Dekoration, wo will ich denn überhaupt hin? Was haben wir denn da? Pumpe, erlaubt das Zugang Wasser, großes Gewächshaus, auch sehr schön, das können wir jetzt nicht mehr umtauschen, weil wir das jetzt alles schon so vorbereitet haben für die kleinen Gewächshäuser. Wie groß wäre denn das hier? Okay, das wäre also zwei kleine ist ein großes. Könnten wir natürlich immer noch sagen, wir reißen eins weg, aber nee, das lassen wir jetzt so. Das ist ganz gut zu wissen dann für einen freien Spielmodus. Da können wir uns dann nämlich schon genau einen Plan machen, wie wir was wo hinstellen werden. Aber da werden wir jetzt nicht mehr großartig viel was verändern. Das bleibt so genauso wie hier die kleinen Ställe bleiben werden und werden wir da keine größeren Ställe mehr reinstellen. Ganz, ganz, ganz bestimmt nicht. Wie gesagt, das ist dann was für den freien Spielmodus. Ich wollte ja eigentlich gucken, wo haben wir denn jetzt hier? Hallo? Weg da. Wo haben wir denn jetzt hier? Tiere, Produktion, Lager, da, genau, Lager. So. Hätten wir die Scheune eigentlich da stehen lassen können? Na, guck mal, die passt ganz gut hier rein. Und dann können wir hier sogar eine kleine Straße durchmachen. So. Das lassen wir mal hier, das Silo lassen wir mal auch hier. Das da können wir eigentlich da nach unten tun. Vorausgesetzt, das funktioniert. Jo, das haut hin. Sehr gut. Dann haben wir nämlich die zwei Stellen hier schon mal drin. Da haben wir einen Parkplatz. Das ist, naja, mehr oder weniger okay. Dann brauchen wir Mitarbeiter. Wir brauchen Mitarbeiter für hier. Und zwar die hier, Verarbeitung. Dann nehmen wir direkt mal sie. Ja, die kann auch hier drin wohnen. Das ist überhaupt kein Problem. So. Die arbeitet dann hier drin. Da können wir dann natürlich noch jemanden einstellen. Wir haben jetzt nur leider nur die Person gerade und sind im Pausemodus. Also da kommt jetzt keiner mehr nach. Ich bin ja nur gerade ein bisschen am Umbauen. So, dann löschen wir die Straße auch mal ein bisschen weg. Achso, die brauchen schon eine Straßenanbindung. Upsi. So, da haben wir das, da haben wir das. Wir haben viel zu viele Häuser. Hier ist überhaupt überall jemand drin. Tatsächlich. Können wir nicht sagen, die soll umziehen nach da oben? Wo arbeiten die denn? Die arbeiten hier vermutlich. Sie wird dann wahrscheinlich hier arbeiten. Margarete Kode? Nee, Lina Gutzeit. Hä? Margarete? Ah, hier. Hier hinten arbeitet die. Okay, die kann ja mal umziehen in Haus Nummer 18. Dann können wir nämlich das hier wegreißen. Entschuldigung. Ich hoffe, das haut hin. Sehr schön, das haut hin. So, dann haben wir das hier nämlich für hier.
Lalalala, das passt auch. Da ist der drin. Wer ist hier? Willi Fleischer. Ist das der von da unten vielleicht? Das ist Willi Fleischer tatsächlich. Dann kann der auch mal umziehen, würde ich sagen. Auch in Haus Nummer 18. Dann haben die erstens einen kürzeren Weg zur Arbeitsstelle, nämlich hierhin. Und zweitens brauchen wir nicht so viele Häuser hier rumstehen haben. Den Brunnen brauchen wir, glaube ich, auch nicht. So, und der hier, der kann einfach mal da wohnen. So, dann haben wir da noch ein Lager. Das werden wir auch mal wegreißen. Die Scheune da oben ist ganz okay. Das passt auch. Wir werden vielleicht noch ein Lager hier reinsetzen. So. Das ist ja auch ganz blöd hier. Was können wir denn da reinstellen? Ein Silo könnte man da reinstellen. Das haben wir ja da schon stehen. Dann werden wir das hier wegreißen. Und stellen uns hier ein Silo rein. Ein größeres geht da, glaube ich, nicht. Die sind da schon zu groß, oder? Jo, das ist viel zu groß. Ja, und das hier ist überhaupt. So, stellen wir hier so eins hin. Wollen wir vielleicht noch irgendwas Kleines, was wir da reinstellen können? Das Häuschen wird hier reinpassen, aber das haben wir ja eh da drüben dann. Das brauchen wir ja hier nicht. Saisonarbeiterhaus brauchen wir auch nicht unbedingt. Pumpe, was soll man denn damit anfangen? Wir haben in jedem Feld sowieso schon eine Pumpe drin. Große Straußenfarm. Ich würde gerne mal testen, aber nur wie groß die wäre. Leider geht das nicht. Fischzucht? Oh, geil. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Definitiv. Definitiv. Ein Windkraftwerk. Fabrik für Tiefkühlkost. Alter, Nahrungsmittelvertrieb, Verarbeitungsbetrieb. Glückskekse können wir da herstellen, guck mal. Und Süppchen. Cool. Blumenkasten, Zaun. Ja, vielleicht machen wir da einfach mal. Machen wir da einfach mal einen Zaun rein. Und vielleicht einfach ein bisschen Deko. Ist ja auch schön, oder? So, ich hoffe, das passt so. Na, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, oder? Wenn du mich fragst, sieht ganz gut aus. Dann können wir fast hier auch nochmal eine kleine Schotter... Huch, hallo, wo bin ich denn jetzt hier? Da muss ich hin. Eine kleine Schotterstraße durchlaufen lassen. Dann haben wir dann nämlich eine ganz, ganz kleine Abzweigung. Die können hier durch, lalalala. Das sieht ganz gut aus eigentlich, muss ich zugeben. Freut mich sehr. Was machen wir hier noch rein? Ist eine andere Frage. Ach komm, vielleicht stellen wir da einfach mal einen Brunnen rein. Warum auch nicht? Kann er nicht schaden, wenn er da rumsteht. So, und da machen wir auch sicherheitshalber gleich mal eine Schotterstraße durch. Aber nur mal für später, dass wir schon Bescheid wissen. Und hier könnten wir auch eine durchlegen. Dann müssen die hier nämlich nicht den ganzen Weg da nach oben latschen, sondern können hier direkt nach unten kommen. Das passt auch ganz gut. Sehr schön, sehr schön. Dann kümmern wir uns noch ganz kurz um da oben. Würde da auch eine Straße funktionieren? Da würde eine Straße sehr gut funktionieren sogar. Da werden wir hier noch ein Silo reinstellen. Und das da lassen wir einfach frei. Das passt schon. Wo haben die denn den Eingang? Weiß ich gar nicht. Ist aber auch eigentlich wurscht. Dann reißen wir das Silo weg. So. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, muss ich zugeben. Dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch irgendwie so ein paar Kühe reinbekommen. Kleiner Stall. Würde hier auf jeden Fall mal funktionieren. Dann kommt uns die Straße in den Weg. Vielleicht machen wir die mal einfach anders. Vielleicht machen wir die Straße einfach hier runter. So. Dann haben wir da jemanden zweiten. Okay. Ich fokussiere mich da jetzt einmal mal auf die Kühe. So, das passt, das passt. Da braucht man nichts mehr. Eins, zwei,
Drei, naja. Okay, da könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen was reinmachen. Ich spule mal ein bisschen vor, damit wir das alles bauen können. Dann brauchen wir definitiv noch jemanden, der hier arbeitet drin. Und dann können wir uns mal wieder um die Mission hier kümmern. Pflanze Buchweizen, Pflanze Raps, Pflanze Weizen. Eieieiei, errichte ein neues Gebäude. Imkerei, die brauchen wir auch noch. Was ist hier los? Milchverarbeitungsbetrieb, kein Lager. Was? 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 Was heißt denn kein Lager? Die haben doch hier ein Lager. Was brauchen die für ein Lager? Brauchen die eine Scheune? Kein Lager? Hier, guck mal, das ist da drin. Ach so, Warnungen 0. Geht schon wieder? Okay. So, gucken wir mal. Ich würde gern das auch noch ein bisschen anders hinbauen. Kommen wir direkt da runter, dann setzen wir die eine Kollegin, die da drin ist, die Frieda Forstner. Tun wir hier rein und löschen das Haus da weg. So, das ist dann Haus Nummer 20, das ist Haus Nummer 16. Da. So. Und dann Tiere Verarbeitung, Tiere Pflanzen, den hier nehmen wir. Oder Tiere Ausdauer, weiß ich nicht, ist auch gut. Nehmen wir mal den hier. So, zuweisen. Und dann nehmen wir auch hier mal wieder 4 Kühe. Da müssen wir natürlich hier wieder. Haben wir das eigentlich vorher? Haben wir da eigentlich geguckt, dass wir das umstellen? Haben wir da geguckt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube schon. Ne, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist jetzt eine gute Frage. Haben wir da geguckt, dass wir das Futter umstellen? Was bekommen die denn alles? Gras, Gärfutter, was ist das hier? Weizen an die Hafer und Futterrüben. 1300. Futterrüben fressen ja, glaube ich, eh nur die Kühe, oder? Fressen irgendwie andere noch Futterrüben? Ich denke nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mal 50. Sollte 1400 sein. Hä? Sind nur 900? Gerade nochmal nachgerechnet. Gut, dass ich mich nicht auf mich verlasse. Bekommt doch noch irgendjemand anderer Futterrüben? Wenn ja, wer? Ah! Die hier. Die wollten wir ja schon lange erstmal demolieren. Die hier sind das. Ja, verkaufen, verkaufen. Da haben wir schon lange gesagt, die brauchen wir nicht mehr. Dann werden wir nämlich hier. Da kommt der von da hinten. Da haben wir gesagt, wir stellen noch Wachtelfleisch, glaube ich, um. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, direkt nacheinander. Erstmal die Leute entlassen. Es tut mir sehr leid. Aber eigentlich müssen wir die gar nicht entlassen. Wir können ja hier Eber hinstellen. Ich bin ja doof. Wir können hier ja einfach Eber hinstellen. So, aber bevor wir das irgendwas machen. Bevor wir das irgendwas machen. Erstmal guck mal hier. Futterrüben. Wir brauchen 900. Dann Gärfutter. Gärfutter. Sind 800, brauchen wir 900. Dann brauchen wir Hafer, sind 1300. Ich glaube, Hafer haben die auch gefressen. Kann das sein? Wir gucken sich jetzt aber nochmal hier. Frisst noch irgendjemand Hafer? Die fressen Gras. Ach, sind derselben. Die fressen auch Gras. Die fressen irgendwas anderes. Die auch. Und die auch. Dann hoffe ich mal, dass auch die Hirsche den Hafer gefressen haben. Und wir schreiben da auch 900 hin. So, und dann fehlen uns nämlich nur noch, wo haben wir die nächsten Kühe? Hier haben wir die nächsten Kühe. Gärfutter, Hafer, Futterrüben haben wir. Gras. Gras fressen aber ganz schön viele. Gras fressen ganz schön viele. Das fressen die hier nämlich beispielsweise auch.
und die hier. Das heißt, wir haben hier 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. So, mal kurz wieder einen Taschenrechner anwerfen. 27 mal 18, mal 18, was? Mal 50. Ist 1350. Okay. Dann mal 1800. Wie sollen wir denn da 1800? So, weil die anderen wahrscheinlich auch das gefressen haben. 1150. Die Hirsche. So. Okay, dann haben wir das zumindest schon mal richtig eingestellt. Haben wir Tiere schon gekauft? Wir haben Tiere schon gekauft. Wir brauchen hier noch jemanden, der arbeitet. Tiere, Pflanzen, Tiere, Maschinen, Verarbeitung, Tiere, Tiere, Tiere. Ja, nehmen wir mal den hier. Der hat zwar nur zwei, aber Hauptsache, wir haben da jetzt irgendjemanden. Also zwei Punkte von den fünf, meine ich. So, dann nochmal vier Kühe hier oben drauf. Das haben wir ja schon mit eingerechnet. Mal gucken, ob wir da noch wen finden können für die Milchverarbeitung. Das wäre auch sehr cool. Huch. Falsch geklickt. Sehr cool. Verarbeitung Tiere. Nee, gerade nicht. Amy Kraus. Nee. Verarbeitung Tiere brauchen wir nicht. Wir brauchen nur jemanden mit Verarbeitung oder Verarbeitung Ausdauer. Das ist auch ganz okay. So, dann wollten wir hier noch ein paar Eber rein tun. Kleine Straußenfarm. Was brauchen wir denn hier überhaupt? Dann einen kleinen Schweinestall brauchen wir hier. Der ist hier, der kleine Schweinestall. So, sicher ist sicher, wir könnten das hier miteinander verbinden. Ich glaube, das machen wir jetzt sogar schon mal. So. Da geht es sich leider nicht aus, da haben wir das Ding hingestellt, aber es macht ja nichts. Okay, dann haben wir da nochmal 6 Eber dazu bekommen. Die haben jetzt hier Mais, die haben Kartoffeln, die haben Kohl und die haben Soja. Soja. 1050 Soja. Oh Gott, was haben wir denn da geplant? Ach so, weil die hier auch Soja haben. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer frisst denn wie viel. Ich hätte mir das gleich notieren sollen. Wer dann jetzt wie viel bekommt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Das habe ich mir nämlich nicht notiert. Die haben auch Soja. 100, ich glaube, wir haben hier immer 100 gerechnet. Kann das sein? Nachdem hier überall 100 drin ist, glaube ich, da haben wir auch 100 gerechnet. Rechnen wir jetzt auch mal 100 drauf. Ich werde das für einen freien Spielmodus, weil ich mir merken, wir müssen uns das notieren. Wie viel in jedem Bereich, wie viel jedes Tier da zum Fressen bekommt, dann sind das nochmal 600 drauf. Vom Soja. Vom Kohl, genau. 600. Wieso haben wir da 600 drin stehen? Haben wir da 200 berechnet sogar? Wir haben nur drei von denen, sonst frisst da keiner. Oh, wir haben da sogar 200 berechnet. Eieiei, dann sind da nochmal 600 drauf. Das sind dann 2450. Der Kohl, wir haben dann 9, 9 mal 2 ist 18, sind 1800. Was haben wir dann noch? Kartoffeln und Mais. Huch. Mais. Haben wir 900 da drin stehen? Wer frisst denn den Mais schon wieder? Ach, die fressen den Mais. Okay, 900 plus 1200 sind 2100. Und das letzte habe ich schon wieder vergessen, die Kartoffeln. So, das sind dann nochmal 1200 drauf, sind 1800. Passt, cool, haben wir auch so. Sehr gut. Okay. Dann sind hier jetzt vermutlich ziemlich viele Arbeitslose oder irgendwo, wahrscheinlich hier. Die können wir dann aber alle gleich zuweisen. Und dann stellen wir hier oben um. So. Ingeborg, du da. Warum haben wir nur drei Arbeitslose? Warum haben wir nur drei Arbeitslose jetzt? Wo sind die anderen hin? Esther Wolf. Was machen die denn jetzt? Arbeiten die jetzt in der Industrie auf einmal? Wilhelm Koch.
Einer mal gekündigt, das weiß ich. Ach, haben wir vielleicht nur so wenige Ställe gehabt? Alfreda Behring, ich würde gerne wissen, was die jetzt tut, wo die jetzt angestellt ist. Unterwegs nach Gebäude für feste Angestellte, die kommt gerade nach Hause. Die züchten schon wieder ganz brav. Da ist sie. Zugewiesen an Kleiner Hof 9. Na, das passt ja schon mal. Ich möchte halt nur nicht, dass die jetzt alle in der Industrie arbeiten. Ich weiß nicht, Ingeborg Liebig? Amelia Meyer. Ne, die haben alle dieses Symbol hier. Nur der hier, der Wilhelm Koch, macht gerade gar nichts. Den werden wir entlassen. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Nur mal ganz kurz checken, dass wir jetzt da nicht irgendjemanden rausgehauen haben, den wir vielleicht noch brauchen. Ne, sieht aber gut aus. Okay. So, dann hauen wir da direkt mal wieder ein paar von drin rein. Wir starten mal diesmal mit 6. Die vermehren sich ja eh so schnell. So, dann gucken wir mal. Wer kann denn noch mit Tieren? Die hier überhaupt nicht. Sabine Römp kann überhaupt nichts mit Tieren. Verdient doch nur 1.000 im Monat. Das ist ja ein bisschen wenig. So, da kommen unsere Tiere schon an. Hirschfleisch. Ach, der hat noch 8. Okay. Na gut, die können wir ja alle mal verarbeiten. Das ist ja ganz okay. Das machen wir mal. Was ist hier passiert? Eines deiner Tiere ist krank. Oh. Na gut, der Tier ist ja eh da. Das sind doch die, die direkt erst geliefert worden sind. Was ist denn hier passiert? Was haben wir denn da für eine Zucht? Geliefert und die Tiere sind krank? Das war sehr komisch. So, du bist hier. Das passt schon. Das hört sich auch sehr gruselig an. Ein bisschen wie Walking Dead, muss ich zugeben. Wie man da gleich eine Zombie-Herde auf dich zukommt. Eine Zombie-Eber-Herde. So. Tiere Maschinen, Tiere Ausdauer ist auch okay. Oh, jetzt habe ich 7 genommen. Naja, auch egal. So, und dann brauchen wir noch hier jemanden. Dann nehmen wir einfach mal sie. Wiebke Zürcher. Züchter habe ich vorher gelesen. So, das sollte ja passen. Dann haben wir da nämlich wieder komplett voll. Können da definitiv noch jemanden einstellen. Ich glaube, ich muss aber hier auch nochmal einstellen, genau, dass die da auch einen mitnehmen. Warum sind bei manchen 6 und bei manchen 7? Ach so, je nachdem, wie viele wahrscheinlich drin haben. So, dann werden wir hier noch jemanden arbeiten lassen. Haben wir da noch Platz überhaupt? 6 von 8, das finde ich sehr gut. Gucken wir mal, wer ist da noch für die Industrie? Verarbeitung Imkerei, Verarbeitung Tiere, Verarbeitung. Warten wir nochmal ganz kurz. Wenn die hier fertig sind, werden wir hier umstellen auf Wachteln. Die waren nämlich auch ganz gut im Kurs. Da haben wir ganz gut nachproduzieren können. Vielleicht bauen wir uns hier noch ein paar Wachtelfarmen dann hin, mal gucken. Aber es ist schon, weiß nicht, das ist schon fast ein bisschen too much. Es hat da fast nichts mehr mit Bauernhof zu tun. Das ist ja wieder Massentierhaltung hier. Dicht an dicht. Weiß ich nicht. Ich hätte ja gerne, nur leider haben wir, da brauchen wir ja ein Jahr wieder. Das dauert ein ganzes Jahr lang, die Forschung, bis wir dann größere Gehege bauen können. Und das zahlt sich jetzt in der Kampagne, denke ich mal, nicht aus. Aber wenn im freien Spielmodus, dann bin ich sehr froh, wenn wir dann wirklich große Gehege haben. Wo vielleicht dann ein zu groß ist, wie die alle hier. Das wäre schon sehr schön. Da würde ich mich sehr freuen. Da brauchen wir dann erstens nur einen Mitarbeiter. Und zweitens sieht das dann, glaube ich, auch ein bisschen besser aus für die Tiere, als immer so in so einem ganz kleinem Gehege drin. Da haben die zumindest einen großen Auslauf, sind natürlich auch mehr Leute, ist eh ganz klar. Aber verstehst du schon, dann geht es denen, glaube ich, auch ein bisschen besser dort drin. Aber das ist dann, wie gesagt, eben erst was
für den freien Spielmodus, der dann auch kommen wird, ganz klar. Wir haben das Szenario noch vor uns, wir haben den freien Spielmodus noch vor uns, aber jetzt haben wir erstmal die Kampagne noch vor uns, die wir jetzt schnellstmöglich dann erledigen wollen. Ich denke mal, wir sind jetzt eh schon im letzten Kapitel, Kapitel 5 von 5. Aber auch da gibt es natürlich noch einiges zu tun. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal jetzt eine kleine Folgenpause. Ich habe euch ja versprochen, in dieser Folge werden wir hier ein bisschen aufräumen. Das haben wir getan. Hier sieht schon ein bisschen schöner aus als vorher, auch mit der schönen Deko hier. Da freuen sich die ganz bestimmt. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns einfach mal darum, dass wir, warum man denn hier eigentlich eine Straße lang, dass wir hier die großen Felder anlegen. Die großen Felder, wir brauchen ja insgesamt 3 davon, nämlich einmal für Buchweizen, den haben wir irgendwann schon mal angepflanzt, Raps haben wir noch nicht angepflanzt und Weizen selbst pflanzen wir, glaube ich, da drüben sogar irgendwo an. Auf jeden Fall riesige Felder, minimale Feldgröße, 1 Hektar, also das wird lustig werden dann in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss!